Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in Litchfield Zoo. In der letzten Episode haben wir das letzte Gehegetier aus dem Ozeanien-DLC untergebracht, mit den kleinen Beutelteufeln, die wir in Predatoria untergebracht haben, gleich am Anfang. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dort standen anfangs die Infoschilder. Ich werde hier definitiv irgendetwas Neues dazu bauen. Mal gucken, an welcher Stelle. Genau, aber zumindest haben wir jetzt hier diese Lücke geschlossen. Ich habe auch hier, ähnlich wie ich es in Brooksburg gemacht habe, die Glasbarriere nochmal ein bisschen runtergesenkt, weil ich festgestellt hatte, die war ein kleines bisschen zu hoch. Die Besucher konnten nicht wirklich drüber gucken, sondern haben im Endeffekt direkt auf diesen Metallbalken geguckt und deswegen habe ich es dann noch ein bisschen abgesenkt. Wie gesagt, sicherheitstechnisch nicht so wirklich das Problem, weil die Beutelteufel sowieso jetzt dann nicht wirklich drüber springen können oder was auch immer. Ja, womit geht es weiter? Wir bauen heute in der Splash Zone weiter. Damit habe ich ja die ganze Zeit schon so ein kleines bisschen geliebäugelt. Hatte allerdings so ein bisschen Schwierigkeiten, als ich mir das Ganze vor ein paar Tagen hier angeschaut habe und überlegt habe, was wir denn das nächste Mal machen. Also in meinem Kopf habe ich genug Ideen im Endeffekt. Wir haben aber so viele Bereiche, die wir letztendlich angefangen haben und die wir noch nicht fertig haben. Einer davon eben, der jüngste davon, die Splash Zone hier. Und dann haben wir natürlich auch noch unsere afrikanische Savanne, wo wir noch einiges zu tun haben. Jetzt nicht nur auf dem unteren Part, wo ja die Elefanten dann noch hinkommen sollen und die Bonobos und so weiter, sondern auch der obere Teil, wo wir die Brücke haben. Das heißt, wir müssen da auch wieder einen Weg nach unten ins Tal bauen letztendlich. Dann rund um diesen Weg herum auch noch was gestalten. Und ja, die Splash Zone und die Afrika-Savanne dann irgendwie zusammenbringen. Genau, das ist der Bereich. Wie gesagt, die Splash Zone ist noch offen. Und dann haben wir natürlich auch noch einen großen Bereich von Predatoria, wo ich noch gar keine Idee habe, wie ich das Ganze mache, weil wir da so ein bisschen das Problem haben, vielleicht zeige ich es euch in der nächsten Episode, mit dem Gelände, weil es da doch relativ steil den Berg hochgeht und ich jetzt nicht so wirklich die Idee habe, wie ich das Ganze dann sinnvoll so zusammenbastle, dass es dann auch noch wirklich toll aussieht und welches Tier ich dort unterbringen könnte. Oder welche Tiere. Ja, wir haben gesagt, wir brauchen noch Großkatzen, Tiger und Löwen definitiv. Ja, wie gesagt, die Ideen habe ich da in dem Bereich ehrlich gesagt noch gar nicht. Während ich jetzt hier oben Splash Zone und Afrika Savanne eher weniger das Problem habe, weswegen ich mich dazu entschieden habe, eben hier in der Splash Zone dann weiterzubauen. Ich glaube, ich hatte es in der letzten Episode auch schon angekündigt, dass das der Plan war. Ich werde hier nämlich jetzt die Seelöwen unterbringen. Dazu habt ihr bereits gesehen, dass ich hier mit den, sagt's mir schnell, mit den Rigipsziegeln hier wieder mit der Kreisform so verschiedene Kreise aneinander gesetzt habe. Oder es immer noch tue im Endeffekt. Ähnlich wie wir das gemacht haben bei unserem Splash Zone Eingangsgebäude. Könnt ihr euch daran erinnern mit dem Wasserspiel innen. Von der Thematik her wollte ich das hier auch ähnlich wieder machen, so dass ich mehrere Kreise aneinander setze und dann eben schöne geschwungene Formen dann habe für die Becken. Das heißt, wir werden hier nicht nur ein einziges Becken haben für die Seelöwen, welches wir heute bauen, sondern wir werden mehr oder weniger so einen Zwillingsbereich haben, wo wir auf der einen Seite, eben auf der rechten Seite, was wir heute machen, die Seelöwen unterbringen und auf der anderen Seite dann in der nächsten Episode auch die Kegelgobben. Genau, damit die dann auch hier ein Zuhause kriegen. Das heißt, eigentlich relativ simpel, ihr werdet dementsprechend in der nächsten Folge, dann nächsten Mittwoch, Ähnliches sehen, was ihr heute sehen werdet. Weil wie gesagt, die Gehege einfach ziemlich ähnlich sind. Aber damit ihr nicht zweimal in Folge das komplett selbe seht, wird noch so ein bisschen was anderes hier entstehen.
sorry. Ihr werdet's gleich sehen. Ich hebe hier das Terrain noch an, weil ich hier hinten noch so einen erhöhten Weg haben wollte. Wir haben ja keine direkte Einsicht auf den Landteil der Tiere, sondern wir haben ja nur die Unterwassereinsichten letztendlich dann für die Kegelrobben und für die Seelöwen. Deswegen, ich dachte, ich möchte dahinter eben noch einen erhöhten Weg haben. Sorry, irgendwie so ein leichtes Kratzen im Hals. So einen leichten erhöhten Weg haben, damit man wenigstens so ein bisschen von dort aus den Landteil der Tiere sieht. Eventuell werden wir dort dann auch Besuchertribünen unterbringen. Weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt, weil ich, ja, das hat für mich immer so diesen Beigeschmack von Tiershows. Und auch wenn ich ein großer Zoo-Fan bin, von diesen Tiershows halte ich ehrlich gesagt relativ wenig. Das heißt relativ wenig, ich vermeide es eigentlich, solche Shows anzusehen. Ich finde es immer ganz gut, so diese Tierpräsentationen in Anführungsstrichen, wenn die so einen Bildungscharakter haben. Das heißt, wenn ich dort einen Pfleger habe, der die Tiere beispielsweise füttert oder vor dem Gehege steht und etwas über die Tiere erzählt, über das natürliche Verhalten der Tiere und so weiter. Bin ich absolut dafür, finde ich cool, weil viele Leute, wenn sie in den Zoo gehen, einfach zu faul dazu sind, die ganzen Schilder von den Tieren zu lesen, und das verstehe ich auch, denn man möchte ja nicht von Gehege zu Gehege gehen und dann erstmal so einen kleinen Roman lesen, sondern informiert sich meistens halt über die Tiere, die einen am meisten interessieren oder was auch immer. Oder wenn man irgendwie eine neue Tierart beispielsweise sieht, dann liest man halt darüber dann, oh, was ist das für ein Tier, wo kommt das her und so weiter und so fort. Langer Rede, kurzer Sinn. Solche Geschichten finde ich, wie gesagt, cool. Gucke ich mir auch gerne an oder bin da gerne dabei, so dieser Keeper-Talk im Endeffekt. Wenn es dann aber in den Bereich geht, wo die Tiere für Futter irgendwelche Kunststückchen machen sollen, da bin ich dann raus. Finde ich jetzt nicht cool. Bei Robben und so weiter ist es so ein kleines bisschen zweischneidig, denn wie wir ja alle wissen oder wie der Großteil von uns weiß, sind Robben ja generell eher verspielte Tiere, sehr neugierige Tiere und bieten halt vieles von diesem Verhalten auch in der Natur an. Deswegen differenziere ich da noch so ein kleines bisschen, wenn es aber dann daran geht, dass sie irgendwie in eine Tröte dann irgendwie reinpusten sollen und irgendwie mit Bällen spielen sollen oder jonglieren sollen oder was auch immer, da bin ich dann auch definitiv bei den Robben raus. Ja, das mal so als kleiner Exkurs, warum ich hier noch so ein bisschen am Hadern bin, ob ich hier tatsächlich dann Besuchertribünen unterbringe oder nicht. Das werden wir sehen. Hier seht ihr schon, ich habe die Grundstruktur jetzt vom Gebäude ausgelegt. Ich habe versucht, vom Ozeanien-DLC hier sehr viel zu benutzen oder zumindest diese Wandbauteile zu benutzen und das Ganze so ein klein wenig wie so ein Fischerdorf aussehen zu lassen. Dort wird auch in der nächsten Zeit noch mehr dazu entstehen. Auch in der nächsten Episode, weil ich eigentlich auch, wir haben unsere Mitarbeitergebäude hinten ja noch nicht wirklich verkleidet. Das möchte ich dann auch noch machen. Eins der Gebäude, das Tierhandelszentrum, das wird hier im Gebäude auch untergebracht. Deswegen habe ich hier so diesen kleinen Ausschnitt, dieser kleine Nupsi, der da rausschaut, noch untergebracht. Genau. Dann hier diese Holzstege. Habe ich die australischen Holzplanken dazu verwendet und diese Seilrollen, die eigentlich für Holzbalken gedacht sind, weil ich dachte, das passt da recht gut dazu und sieht ganz schön aus. Habe die natürlich so ein kleines bisschen immer versetzt, dass sie nicht 1:1 sich gleichen, weil dann sieht es wieder nicht so wirklich natürlich aus. Seelöwen, Kegelrobben und so weiter, immer ein bisschen schwierig in Planet Zoo.
ich habe es das letzte Mal ja, glaube ich, eh schon angesprochen, weil die Tiere ja ähnlich wie die Bären sind, was so den Bewegungsradius, also diese Traversable Area angeht, eine kleine Stufe ein bisschen zu steil und die Tiere bewegen sich nicht mehr. Also da muss man wirklich tatsächlich immer extrem aufpassen, gerade wenn man ins Wasser geht. Keine steilen Kanten, wo die Tiere ins Wasser laufen könnten, weil dann gehen sie einfach nicht mehr rein. Deswegen war es hier relativ wichtig, oder habe ich hier so ein kleines bisschen gezittert mit dieser Holzterrasse. Erstens, ob die Tiere da drauf gehen können, dann auch mit dem Ausgang, ob der tatsächlich groß genug ist für die Tiere. Und ihr werdet es gleich sehen, ich werde noch so eine kleine Holztreppe mehr oder weniger ins Wasser reinbauen, weil, wie gesagt, von der Terrasse wäre der Einstieg zu steil ins Gehege, deshalb eben diese Treppe. Ja, ich sagte, ihr werdet es gleich sehen, ihr habt es schon gesehen, ich habe es ja schon gebaut. Ja, ob die Tiere die dann wirklich nutzen können. Kleiner Spoiler auch schon wieder fürs Ende des Videos. Die Tiere können es nutzen. Der Ausgang ist groß genug. Also es ist Gott sei Dank alles gut gegangen damit. Ausnahmsweise, weil normalerweise habe ich bei Seelöwen da echt immer zu kämpfen. Ja, ihr kennt meine neue Methodik schon. Gerade wenn ich so kleinere Häuschen baue, so mit Holzgerüste und so weiter, dann baue ich erst immer das Holzgerüst außenrum inzwischen. Das heißt so, dass wir im Endeffekt dieses ganze Gestänge und so weiter haben, die Dachkonstruktion und so weiter. Und erst dann fange ich an, das Ganze dann tatsächlich mit den Wandteilen zu verkleiden. Das ist einfacher für mich zu bauen. Vor allem beim Dach selbst habe ich dann schon die Struktur im Endeffekt und brauche die Dachplatten dann bloß noch an diesen Balken letztendlich ausrichten und darüber legen. Deswegen mache ich das. Dann hier auch ganz in diesem Abenteuer-Zoo-Charakter habe ich innen das Ganze dann, wo man es nicht sieht, eben mit diesen Betonwänden ausgekleidet. Da das Ganze natürlich ja irgendwo auch Stabilität gewährleisten muss und wir nicht nur diese Holzwände haben möchten. Ich hatte kurzzeitig überlegt, dann auch andere Wände hier zu nehmen, oben drüber. Hab kurz so ein bisschen geliebäugelt mit dem Bambus, weil das gar nicht so schlecht aussah. Habe mich aber tatsächlich dann doch für diese ozeanische Wand entschieden, die dann noch so ein kleines bisschen eingefärbt im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und ja, damit wir halt hier so ein kleines bisschen Kontrast haben zur Base vom Gebäude und zur eigentlichen Wand. Und ich denke, es sieht ganz, ganz nett aus. Und wie gesagt, wir haben einen minimalen Kontrast dazu dann auch geschaffen. Ja, genau. So, hier werden jetzt dann die Wände platziert. Ich habe hier, was ich ganz schön finde bei diesen ozeanischen Bauteilen, wir haben ja auch diese Bauteile, wo diese Fensterlöcher schon drin sind. Was ich richtig, richtig cool finde. Vor allem halt eben andere Fensterlöcher, als wir es bei den anderen Bauteilen haben. Da haben wir es ja nur in den Rasterbauteilen größtenteils. Hier eben jetzt auch endlich bei den rasterfreien Bauteilen, was ich richtig cool finde. Deswegen habe ich die hier auch benutzt, habe die Fensterrahmen dann mit diesen Balken aus dem Dämmerungs-DLC dann nochmal verkleidet oder ausgekleidet, damit wir hier so ein bisschen Kontrast drin haben, damit man diese Fenster auch deutlicher sieht und die nicht im Gebäude verschwimmen letztendlich. Genau, und werde da dann später auch noch diese einseitigen Glasplatten dann dort reinsetzen, sodass das Licht von draußen zwar ins Gebäude reinkommt, aber von drinnen, also man kann von außen nicht nach innen reinsehen. Genau, das Ganze verkleiden wir jetzt rundherum ums Gebäude. Ich glaube, da schneide ich jetzt auch einen Teil wieder raus. Das ist relativ uninteressant, ist das Gleiche immer ständig zu sehen. Hier seht ihr das jetzt eben nochmal mit den Holzbalken, die ich hier jetzt einfach ums Fenster herumgezogen habe.
Ich habe hier tatsächlich auch wieder so einen kleinen Backstage-Bereich gemacht. Für unsere Pfleger. Wieder so ein paar Geschichten halt einfach reinplatziert, so dass es ja nicht realistisch, also realistisch ist es nicht, aber dass es zumindest semi-realistisch aussieht, sagen wir so. Hier der Gehegeeingang dann nochmal platziert, damit wir die Aussparung für die Tür dann auch schon haben, den Weg dann auch gleich gesetzt, damit wir hier auch wissen, wo die Tür fürs Gebäude dann reinkommt. Genau, und dann habe ich die restlichen Wände hier eben umgezogen. Hier noch eine Tür platziert. Da habe ich mich auch an dem ozeanischen DLC wieder bedient und diese Treibholztür dafür benutzt, die ich auch recht cool finde. Aber auch hier wieder einen Rahmen außenrum nochmal ziehen mit den Dämmerungsholzbalken, finde ich in dem Fall ganz wichtig, weil auch sonst hier wieder die Tür komplett mit dem Gebäude verschwimmt. Das ist einfach wegen diesen Farbkombinationen. Muss man immer schauen, dass man so ein bisschen Kontraste dann auch reinbringt, weil ansonsten sieht alles so ein bisschen Ton in Ton aus und das wirkt dann einfach nicht wirklich gut. So, wie ich dann schon angekündigt habe, hier eben noch so ein bisschen Backstage-Stuff. Also auch wieder die altbekannten mit so ein paar anderen Bauteilen jetzt gemixt. Hier habe ich eben diese Lamellenholzbalken dann benutzt, habe die ein bisschen dunkler eingefärbt, damit wir einen schönen dünnen Rahmen hier außenrum haben, um unser Pinboard letztendlich. Und dann eben auch wieder hier diesen Notizblock dran geheftet und so ein paar kleine Post-its dann dementsprechend eben auch wieder. Und dann dachte ich, damit wir das Ganze noch ein bisschen netter haben, setzen wir hier einfach mal das Seelöwenschild dahinter. Damit wir da einfach, wie gesagt, so ein bisschen einen anderen Touch dann noch reinbringen. Und ich glaube, das sieht ganz nett aus dann. Dann habe ich uns hier noch so einen kleinen Tisch vorbereitet, wo die Pfleger dann so ein bisschen das Essen vorbereiten können für die Seelöwen, was ja im Endeffekt nicht so wahnsinnig viel ist, beziehungsweise nicht so extrem abwechslungsreich, weil die Tiere ernähren sich ja hauptsächlich oder was heißt hauptsächlich ausschließlich von Fisch, Tintenfisch und solchen Geschichten. Ansonsten ist ja da nicht sehr viel. Ich hätte tatsächlich irgendwie ein Waschbecken vielleicht noch reinbauen können, wo die Fische dann auftauen können, weil meistens sind sie ja gefroren und müssen dann erstmal aufgetaut werden für die Tiere. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ganz einfach auch aus dem Grund, weil ich dazu eine Betonwand gebraucht hätte, dann hätte ich es auf der anderen Seite eben hinbasteln müssen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich denke, auch das kann man irgendwo verschmerzen. Natürlich noch ein Abfluss an den Boden, denn wenn wir hier sauber machen, müssen wir natürlich recht viel mit Wasser arbeiten. Realistisch wäre das Ganze gewesen, wenn ich hier jetzt tatsächlich noch so ein kleines Indoor-Becken reingebaut hätte. Passt aber nicht so wirklich in dieses Gebäude rein. Sähe ein bisschen komisch aus und deswegen habe ich das gelassen. Zum anderen auch, weil ich das Problem im Brooksburg schon hatte bei den afrikanischen Pinguinen bzw. bei den Brillenpinguinen. Wenn das Becken so klein ist, dann macht das im Endeffekt mehr Schwierigkeiten, als dass es tatsächlich funktionieren würde. Deswegen habe ich das da dann dementsprechend einfach weggelassen. Denn ihr wisst ja, da haben wir dann wieder das Problem mit der heiligen Dreifaltigkeit des Teufels in Planet Zoo. Wege, Barrieren, Wasser. Und in dem Fall sind das leider, wie nennt man es, wenn sich jemand scheiden lässt, unüberbrückbare Differenzen, die ich da dementsprechend mit diesen Teilen habe. Und deswegen lassen wir das dann lieber. Hier noch das Tor dann gestaltet. Auch relativ simpel gehalten letztendlich. Nur damit man hier dann tatsächlich halt dann zuschieben könnte.
Ja, noch so eine kleine Schiene simuliert. Genau. Und dann sind wir eigentlich mit dem Gebäude selbst schon soweit fertig. Was noch fehlt, ist natürlich das Dach. Das seht ihr jetzt auch gleich. Auch hier habe ich die ozeanischen Bauteile wieder benutzt. Ja, der Trick, dass es direkt ausgerichtet mit den Holzbalken ist, wenn man auf den Holzbalken klickt und dann auf diesen Kopieren und Verschieben Button klickt, funktioniert leider bei den Dachkonstruktionen nicht so wirklich, weil die dann wirklich in einem ganz weirden Shape dann irgendwie da liegen. Und deswegen muss man da dann das Ganze doch händisch dann irgendwie platzieren. Aber auch das hat ganz gut funktioniert letztendlich. Ihr werdet das Dach dann später gleich nochmal sehen. Hier ziehen wir jetzt erstmal die Barrieren. Kleiner Tipp, wenn ihr mit diesen gerundeten Barrieren arbeitet. Wenn ihr anfangt, die erste Barriere zu ziehen und ihr wollt eine Rundung drin haben, dann wird das nicht so wirklich funktionieren, weil die erste Barriere immer eine gerade ist. Deshalb, bevor ihr dann in den Bereich kommt, wo die gerundete Barriere sein soll, macht es euch einfach, setzt so ein gerades Stück wie das ihr hier gerade seht, das ich gerade weggelöscht habe, und fangt dann nach diesem geraden Stück an, die geschwungene Barriere zu setzen. Dann funktioniert das auch. Und wenn ihr eine schöne Rundung gemacht habt mit diesem Kopieren und Rotieren, wie ich das immer mache, funktioniert das generell auch relativ gut, dass ihr da eben dann. Hier habe ich mal geguckt von der Terrasse aus, was für einen schönen Blick man da auf den Zoo dann hat. Genau, da funktioniert das dann auch relativ gut, diese Ingame-Glasbarrieren da in diesem Rahmen drüber zu ziehen. Da, wo es nicht funktioniert, da müsst ihr halt dann einfach so ein kleines bisschen faken, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. So diesen Bereich dann einfach mit den Kunstfelsen noch überdecken. Ich habe vorher gerade gesehen, dass ich so ein kleines Eck dort vergessen habe, wo das noch nicht zusammenpasst. Aber ich glaube, das fällt gar nicht so wirklich auf. Mal gucken, ob es jemand bei den Zootouren, wenn er eine Tour durch Litchfield macht, merkt. Aber ich glaube nicht. Hier kommt jetzt dann auch noch so ein bisschen Deko hin. Ich werde ja auch das Pinguingehege dann so ein kleines bisschen von außen noch ein bisschen mehr dekorieren. Ich habe ja da mir das relativ einfach gemacht, das letzte Mal, dass ich nur diese kleinen Felsen dorthin gesetzt habe eben und so ein bisschen was von dem Asteroidengras. Das heißt nicht so, aber mir fällt der Name jetzt nicht ein. Beziehungsweise den Namen kann ich mir definitiv nicht merken. Ja, da setze ich noch so ein paar andere Pflanzen eben aus dem Ozeanien-DLC dann hin, damit das Ganze noch ein bisschen besser ausschaut. Vielleicht machen wir es in der nächsten Episode dann auch noch so, dass ich so ein kleines Second Fencing dann machen werde, sodass wir diesen Besucherzaun dann im Endeffekt haben, dass die Besucher nicht bis an die Glasscheibe direkt ranlaufen können, sondern so ein kleines bisschen davor gestoppt werden. Auch wieder aus dem Grund, ihr kennt es im Zoo. Gerade Kinder mögen das, aber auch die Erwachsenen genauso, an die Scheiben zu klopfen bei den Tieren. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Und ich glaube, es sieht einfach schöner aus, wenn wir dieses Second Fencing da auch noch so ein bisschen machen. Hier habe ich noch eins dieser Fischernetze dann platziert. Einfach weil ich das auch mal ausprobieren wollte und gucken wollte, wie es aussieht. Es hat jetzt nicht den extremen Effekt, was ich mir eigentlich erhofft hätte, aber sieht ganz nett aus. Und dann habe ich hier auch noch ein Bötchen platziert. Ich weiß, das ist ein bisschen kitschig, ein bisschen, ja, Abenteuer-Zoo charaktermäßig, aber ich konnte nicht umhin. Ich musste das einfach platzieren und ich finde es echt cool. Ja, auch diese Surfbretter dann noch platziert. Noch so eine kleine Tiki-Statue dann hier beim Haus hingesetzt. Und ja, bei den Tiki-Statuen dachte ich mir dann, okay, gut, das ist doch eigentlich eine coole Idee, gerade hier in der Splash-Zone so die Gehegeschilder noch so ein kleines bisschen zu dekorieren, auch mit den Paddeln dann noch dazu. Und das habe ich dann auch gemacht. Genau, hier seht ihr jetzt schon die Pflanzen, die ich da zusätzlich noch platziert habe. Dann hier noch diese
Kunstfelsen als Wegbegrenzung hier rum und das macht schon den komplett anderen Look dann. Wie gesagt, wenn der Bereich mal komplett fertig ist, ich plane ja unter anderem noch ein Flamingo-Gehege und dann vielleicht noch so ein Gehege für Capybaras und große Ameisenbären, die ich hier dann auch unterbringen möchte, sodass wir dieses semi-aquatische Thema dann noch so ein bisschen hier haben. Dann sieht das Ganze bestimmt richtig cool aus. Ich bin auch so ein kleines bisschen am Liebäugeln gerade noch, ob wir einen Teil des Besucherweges hier überdachen. Einfach gerade dadurch, dass wir hier auf so einem kleinen Hochplateau sind und durch die Wasserflächen, die Sonne reflektieren, wird es hier natürlich relativ warm. Und ja, da das relativ ungeschützt ist hier alles, glaube ich, ist es ganz nett, wenn wir so ein bisschen eine kleine Pergola dann dementsprechend haben, wo die Besucher dann hier in Ruhe eben in die Gehege reinschauen können. Aber da lasse ich mir mit Sicherheit auch noch ein bisschen was einfallen, sodass das richtig cool aussieht. Vielleicht auch in Kombination mit unserem erhöhten Besucherweg, sodass die Bedachung auf diesem erhöhten Besucherweg letztendlich ist, da aber so ein kleines bisschen überlappt auf die Bereiche von unteren Weg. Das glaube ich, fände ich ganz cool. Also in meinem Kopf sieht es ganz gut aus. mal schauen, ob wir das dann dementsprechend im Spiel dann auch so umsetzen können. Wir werden sehen. Ja, ich habe es vergessen, am Anfang des Videos zu sagen und jetzt sind wir fast schon am Ende. Deswegen spare ich es mir jetzt auf. Ihr wisst das mit dem Liken und so weiter und so fort. Da kommen wir gleich noch dazu. Wir sind sowieso schon kurz vor Vollendung des Geheges hier. Ich habe hier noch so ein bisschen natürliche Felsen dann auch untergebracht für die Tiere. Und den Unterwasserfeeder. Leider habe ich es bisher nicht immer geschafft, das Wasser tatsächlich so tief zu halten, dass es damit funktioniert. Aber hier in dem Bereich funktioniert es tatsächlich jetzt. Jetzt noch so ein bisschen Enrichment für die Seelöwen und dann sollte das Ganze auch gut aussehen. Ich habe tatsächlich auch offscreen dann so ein bisschen Tiermanagement gemacht, weil ich festgestellt hatte, als ich den Zoo überflogen habe, dass wir ungefähr 15 Emus in unserem Emu-Gehege drin hatten und 8 davon waren erwachsen und das sah ein bisschen weird aus. Deswegen habe ich da mal so ein bisschen ausgemistet, ein paar Tiere verkauft und freigelassen und so weiter und so fort, damit das wieder alles so ein bisschen Ordnung hat. Gut, jetzt kaufen wir noch die Seelöwen ein und ja, dann sind wir eh schon fertig soweit und können in den Realtime-Part gehen. Ja, an dieser Stelle lasse ich euch natürlich wieder mit ein bisschen Musik und den Tieren und dem Gehege dementsprechend alleine. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt den Like-Button. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann klickt ihn trotzdem. Und abonniert auch meinen Kanal, damit ihr die nächsten Episoden hier in Litchfield nicht verpasst. Schaltet auf jeden Fall nächsten Mittwoch wieder ein, auch am Montag, wenn Brooksburg rauskommt. Und die Tage dazwischen, wo andere Sachen auch erscheinen. Am Wochenende wird voraussichtlich wieder eine neue Zootour kommen in Karlsruhe. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, passt auf euch auf, schaltet wieder ein und einen schönen Tag noch. Also, ciao!